Teil 5 meiner Serie im Mai. Ich besuche die Kirchen der Pfarrgruppe Oppenheim und spreche in jeder Kirche ein Gebet zu Maria, weil die Maiandachten in diesem Jahr bei uns ausfallen und diese Clips sollen ein kleiner Ersatz dafür sein. Heute bin ich in Schwabsburg. Von der Burg ist noch ein Turm als Erkennungszeichen geblieben und die evangelische Kirche steht als zweites Wahrzeichen imposant im Ort. Die Katholiken haben sich dann erst in den 50er Jahren eine kleine Kirche gegönnt, einen Zweckbau. Und darin ist das Hauptfenster über dem Altar besonders hervorzuheben, weil es bei Tag wunderschön leuchtet. Eine Darstellung der Kreuzigung. Der römische Hauptmann, ein gestandener Soldat und von der Liebe Jesu beeindruckt, weist auf Jesus und sagt: Wahrlich, dieser war wirklich Gottes Sohn. Und unter dem Kreuz steht Maria, die Mutter Jesu. Dazu fällt mir ein, dass auch in dieser schrecklichen Situation Liebe und Verbundenheit da ist. Jesus ist nicht allein gelassen. Maria ist da und sie läuft nicht weg wie die anderen. Das Johannesevangelium erzählt, dass auch der Jünger Johannes auch unter dem Kreuz steht und aushält. Und Jesus sagt zu seinem Jünger Johannes: Siehe, deine Mutter. Und so haben alle Apostel und auch ihre Nachfolger Maria als die von Jesus uns gegebene Mutter angesehen. Auf der rechten Seite in der Kirche kann man Kerzen entzünden vor einer Marienfigur mit Jesuskind. Zu dieser Mutter möchte ich hier in Schwabsburg ein Gebet sprechen. Es ist ein Gebet aus dem Jahr 1054, das Salve Regina in der deutschen Übersetzung. Sei gegrüßt, o Königin, Mutter der Barmherzigkeit. Unser Leben, unsere Wonne und unsere Hoffnung sei gegrüßt. Zu dir rufen wir, verbannte Kinder Evas. Zu dir seufzen wir, trauernd und weinend, in diesem Tal der Tränen. Wohlan denn, unsere Fürsprecherin, wende deine barmherzigen Augen uns zu. Und nach diesem Elend zeig uns Jesus, die gebenedeite Frucht deines Leibes. O Gütige, o Milde, o süße Jungfrau Maria. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Mai, Ihr Pfarrer Johannes Kleene.